Herzlich willkommen, alle PS4-Freunde. Christian Angel 3000 ist wieder am Start mit einem, ja, alten Thema, was vor 3 Jahren sehr aktuell auf meinen YouTube-Kanal hochgeladen worden ist. Und seitdem hat sich schon einiges getan, von Kommentaren, die drunter gesetzt worden sind. Über 39.000 Aufrufe und über 300 Likes habe ich damit erreichen können bis jetzt. Und ja, viele haben Probleme mit der PlayStation 4, mit dem Systemspeicher, Festplattenspeicher. Und ja, es geht halt immer um in das Thema rund um Installation, Speicherbedarf. Speicherbedarf, wenn man ein neues Spiel installiert und oder ein neues Update installieren möchte, dass dann die PlayStation 4 kommt und sagt, hey, da fehlen hier ungefähr 60 GB, machen Sie bitte 60 GB frei. Es ist nur eine spontane Zahl, die ich jetzt erstmal in den Raum werfe. Und am Ende, wenn man dann alles gelöscht hat, die gewisse Anzahl, ist das Update dann bloß nur noch 11 GB groß. Warum auch immer. Naja, wie gesagt, viele haben reingeschrieben, viele haben kommentiert, unter anderem halt auch hier Hyper HD, Feuerteufel, YOLO und so weiter und so fort. Und alle schreiben halt immer Dings, dass zum Beispiel Hyper HD hat geschrieben, ich habe noch 50 GB Speicherplatz frei und kann kein Update für 3 GB herunterladen. Es stellt sich immer noch die Frage, wieso ist das immer noch so? Ich wollte mit Sony direkt mal telefonieren, aber die wollten nicht, dass ich dieses Telefonatgespräch aufnehme. Und damit konnte ich auch die Frage nicht rausholen. Ich hatte auch früher mal ein Video im Gespräch gehabt, dass ihr mir haufenweise Sachen schickt und dass ich dann denen eine E-Mail schicke. Leider hat sich das auch nicht so wirklich, hat das auch nicht so funktioniert. Aber man muss jetzt so sagen, okay, hey, die PlayStation 4 gibt's ja schon eine ganze Weile und bald kommt ja die PlayStation 5 raus. Hoffen wir mal, dass in der PlayStation 5 Version nicht die gleichen Probleme am Start sind. Aber ich komme jetzt nochmal auf den Thema auch nochmal zurück, um euch auch nochmal alle zu bestätigen und Sony zu bestätigen. Hey Leute, so geht das hier nicht. Es ist manchmal wirklich echt ätzend wie die Pest. Ich habe gestern, wollte ich wieder Modern Warfare zocken. Und naja, bevor ich es zocken konnte, kam wieder ein Update. Sagte ich, okay, Update ist doch kein Problem. Es sind ja neue Sachen, Inhalte drin und so. Darf ja gerne kommen. Haben wir ja nichts dagegen. Aber das dann in der Hinsicht... die Meldung dann kommt, hier, wie zum Beispiel in diesem Bild, Call of Duty Modern Warfare Version 1.18, Download nicht möglich, weit zu wenig Speicherplatz frei. So, okay, dann habe ich gesagt, okay, dann überprüfe ich das mal. Dann heißt es hier, sie benötigen das Upload, oder die Datei, die ich runterladen muss, benötigt noch mehr Speicher. In dem Sinne müsste ich jetzt hier 68,19 GB runterschmeißen und da Systeme, Videos etc. alles, was ich drauf habe, muss ich halt im Endeffekt löschen. Ich habe mir mehrere Spiele runtergeworfen, dass ich das überhaupt machen konnte. Und dann denke ich, okay, jetzt checke ich einfach mal nach, was genau eigentlich wie viel Gigabyte es benötigt. Und am Ende hatten wir eine Gigabyte-Anzahl von 11 GB. Dann stellt sich mir jetzt die Frage, wie gesagt, habt ihr alle anderen auch schon mitbekommen, das Thema ist einfach nicht vorbei und es geht halt einfach darum, was es für ein Scheiß einfach ist, wenn das System sagt 68 GB, aber am Ende brauchst du nur 11. Nehmen wir als Beispiel, es braucht das Doppelte. Also wären es jetzt hier 22 bis 23 GB für extra Speicher, dass es dann irgendwie im Hintergrund abgespeichert wird, dass es dann wieder installieren tut halt, etc. oder sonstiges. Man weiß es ja nicht. Aber 22 GB zu 68 GB, das sind Welten auseinander. Es ist ja genau das gleiche Problem, was ich auch nicht verstehen kann, wenn das Spiel auf der Festplatte ist, nicht auf der externen, auf der Festplatte, und man tut das Runterladen, die Datei, und am Ende kommt dann auch immer noch Kopieren, dann ist es dann, wo man sagen muss, okay, er tut es runterladen, irgendwie auf einen separaten Speicher, sage ich mal so. Und von diesem separaten Speicher tut er es dann auf die Festplatte direkt, wo das Spiel ist, rüber kopieren.
Endeffekt kann man dann sagen, okay, wenn das extra speichert, okay, dann brauche ich das Doppelte. Weil dann brauche ich ja für die extra Speicherung, im Endeffekt für den extra Speicherplatz, wo das hin installiert wird, bevor es kopiert, einen separaten Speicher im Endeffekt hat. Ne? Also sagen wir so, okay, das Doppelte. Oder fast, nehmen wir mal als Beispiel jetzt hier 11 GB. Und wenn er das auf die externe rüberschmeißt, braucht er dann 25 GB insgesamt Speicher, dass er dann die doppelte Datei im Endeffekt nochmal auf mein Spiel noch drüber kopieren tut. Aber es ist irgendwie total verwirrend, irgendwie total bescheuert, wie es sich das anhört, weil irgendwie macht das gar keinen Sinn. Wenn ich es runterlade, soll das doch gleich direkt auch in die auf den Spielplatz, also wo das Spiel ist, dort gleich hinschmeißen und gleich installieren. Fertig ist die Sache. Ich meine, am PC ist es ja auch nicht anders. Ne? Wenn ich es runterlade, dann tut das gleich dort in den Ordner installieren, wo das Spiel ist. Wieso du die PlayStation auf einen extra Ordner erst reinschmeißen und dann erst auf das Spiel rüber zu kopieren? Die Logik dahinter ist einfach der unnötige Aufwand, den es einfach nur gibt, und das ist halt irgendwie total bescheuert, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, das Problem ist halt immer noch, und das will einfach nicht weg, und ich werde es einfach nicht verstehen können. Und ihr habt genau die gleichen, auch alle Probleme sozusagen. Und was soll man dazu sagen? Also im Endeffekt ist es mehr eine Verarschung. Defekt ist auf jeden Fall nichts. Warum, weswegen, weshalb, kann man wahrscheinlich mal im Internet nachschauen, nachprüfen. Ich habe es jetzt noch nicht getan, weil ich mir die Zeit dazu nicht nehmen möchte, weil ich habe was Besseres zu tun, mir im Privatleben dauernd hier irgendwelche Informationen rauszusuchen, wenn sie es nicht gescheit hinkriegen einfach. Okay, das mit dem extra Kopieren kann man noch hinstellen, kann man noch sagen, okay, ertragbar, dauert halt nochmal 20 Minuten extra nach der Installation, aber das doppelte Speicherproblem oder fast dreifache bis vierfache, nur weil er einen scheiß 11 GB von 68 nur braucht, im Endeffekt. Also 11 GB braucht er und 68 will er haben, im Endeffekt freien Speicherplatz, warum auch immer. Das werden wir wahrscheinlich nie herausfinden oder nicht verstehen. Und wenn jemand eine Information hat, die dieses Thema betrifft, dann würde ich mich so sehr freuen für alle anderen, die hier auch in dem alten Video noch kommentieren, die heute immer noch kommentieren darauf, Ihnen auch zu helfen, so wie mir auch, mit Informationen, warum, mit welcher Begründung es vielfach viel größeren Speicherfreiraum benötigt für eine Datei, die nur 11 GB hat. So wie jetzt hier das Beispiel, ich gerade gezeigt habe, 68 muss ich runterschmeißen, 11 hat es nur benötigt. Wir lassen die Frage einfach mal im Raum stehen. Ihr könnt gerne kommentieren, schreibt mal was rein, welche Ideen ihr habt. Vielleicht habt ihr auch ein paar Infos oder habt ihr vielleicht einfach nur Vorschläge oder ja, wie auch immer. Jede Hilfe ist uns wichtig im Endeffekt für die Community, für alle Leute, die PS4 besitzen, für alle, die auch bei mir kommentiert haben bei dem Video. Und ja, die würden sich bestimmt auch alle freuen. Also dann haut mal in die Tasten rein, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was, warum, weswegen, weshalb, dass dieses Thema immer noch so problematisch ist. Würden sich auf jeden Fall alle freuen. So, und da wollte ich halt einfach mal sagen, hier, ich bin nicht der Einzige, ich habe auch wieder haufenweise Probleme und somit verabschiede ich mich hiermit, möchte mich einfach nochmal kurz gemeldet haben wegen diesem Problem. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer ChristianAngel3000, wieder schauen, reingehauen. Und wie gesagt, liken, kommentieren, abonnieren, euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mord.